Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind hier in Folge 111 dabei, zur Avenger zurückzukehren, denn Song Hong wartet noch auf uns. Der hat halt kurz angerufen, wo bleibt ihr? Ich will mitkommen. Und na klar, haben wir gesagt, dich nehmen wir trotzdem noch mit. Was ist jetzt los? Jetzt musst du den Einsatz wieder starten. Glaube ich, das kannst du bei Einsätze unten rechts, kannst du den Beutezug auswählen, genau. Nee, das Ding, ne? Ja. Ah, okay. Sehr gut. In der letzten Folge hat Alex nämlich schon unser Team noch ein bisschen aufgerüstet mit Plasmagewehren. Die sollten schon dabei sein. Stimmt. Das heißt, Plasmagewehre. Ja, die sehen wir auch bei den beiden Spezialisten in den Händen. Genau, und Mary Andrews wollen wir leider nicht dabei haben. Ja, und ist leider raus. Und ich muss die panzerbrechende Munition vermutlich nochmal wieder zurücktauschen hier gegen Kreis. Das kann natürlich nichts, glaube ich, machen, oder? Wenn du runterscrollst, ist da auch nichts zur Auswahl? Nee, ne? Oh, okay. Ist ja interessant. Ja. Und Song Hong müsste hier auch irgendwo sein. Achso, ich muss hier noch kicken, ne, vom Team. Genau, müssen wir hier mal entfernen. Dann wählen wir mal Song Hong aus, der ist nämlich schon wieder fit. Unser Phantom. Und für den haben wir dann natürlich auch noch die panzerbrechende Munition. Und dann kann es auch schon losgehen, ne? Jetzt sind alle dabei, die wir dabei haben wollen, ne? Ja. Genau. Der Rang ist mindestens Captain, höchstens Major. Das heißt, wir können noch Corporal machen. Das wäre noch neu. Sky Ranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Los geht's. Und da ich heute spiele, bin ich auch relativ froh, dass wir nicht nur zu zweit sind, sondern auch zu dritt, denn Efi ist dabei. Yay. Vom Widerstand lahmgelegt und die Aliens konnten ihn noch nicht wegschaffen. Wir gehen rein und bergen jegliches brauchbare Material und Technologie. Ja, machen wir. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Hi Bridget. Sehr gut. Ich habe 1-5, Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Ich habe mindestens einen Archon und einen Geschützturm gesehen. Den Geschützturm kannst du sogar schon anschießen, wenn du willst. Von hier aus. Sehe ich gerade unten? Da ist er. Ach, da. Ist das schon der Zug? Also unsere Ziele sind, vermeide es, wichtige Vorräte zu zerstören und neutralisiere alle feindlichen Ziele. Und da war mindestens ein Archon dabei. Das sind diese fliegenden Biester. Ja. Den habe ich eben schon gesehen, als die Vorschau auf den Geschützturm kam. Was ist das da? Das ist einfach ein Feuer. Ja, ich glaube, die Schiene brennt. Mini-Vulkan. Achso, wir haben den gestoppt, ne? Wir haben da irgendwie. Ja, ja, da, deswegen kann der nicht weiterfahren, weil wir da die Schienen kaputt gesprengt haben. Genau, und jetzt kommen wir mit panzerbrechender Munition gegen Geschütztürme. Oh, cool, der hat ja sogar Rüstung, da nützt das was. Ja, Bridget, ein Schuss, ein Treffer, ein Geschützturm weniger, aber dann sind wir alle entdeckt. Ja. Vielleicht lieber vorher in Position gehen. Du kannst ja auch die anderen Gegner noch erspähen, bevor du auf den Geschützturm schießt. Ja. Ich laufe mal hier ein bisschen nach vorne. Ansonsten warten wir einfach auf Efis Tipps, die sind meistens besser. Der war ja direkt in der Nähe, oder? Also würde ich schon Feuerschutz machen. Was würdest du machen? Naja, ein paar sollten Feuerschutz machen. Ah, okay. Wenn ihr ihn tatsächlich auf den Geschützturm schießt, der war doch direkt neben dem Zug. Ja, okay. Weg. Ja, okay, bevor ich schieße, mache ich dann Feuerschutz. Sichtkontakt zu feindlichem Trupp. Oh, cool. Und noch mehr, noch ein Geschützturm und direkt zwei Feinde, ja, okay. Aha, das ist aber was, womit man gut arbeiten kann jetzt. Erstmal. Kennen wir den schon? Ein Roboter mit zwei Rüstungen. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Kann sein, dass er neu ist. Ja. Na gut. Wenn die jetzt hier patrouillieren, dann könnten sie uns flankieren. Das ist natürlich nicht toll. Hm.
bin nicht sicher, wo ich hingehen soll. Wenn ich zum Beispiel mich hier links hinstelle, dann könnten sie uns flankieren, indem sie ein Stück nach unten patrouillieren. Ja. Wenn ich mich da hinstelle, dann werden wir vermutlich noch viel eher flankiert, weil hier einfach drüben jemand steht. Weil da ja auch die Augenfelder sind. Schon. Ja, stimmt. Das ist so weit vorne, ist es vielleicht nicht so gut. Bin nicht sicher. Wird hier mal... Ja, hier, da, das Feld ist ja vielleicht noch ganz gut. Ja. Begebe mich mal zum Ziel. Gucken, was er sieht. Du kannst ja auch... Wir haben ja kein Zeitlimit gerade. Du kannst ja auch einfach hier mit einer Bewegung stehen bleiben und Feuerschutz machen. Und falls sie patrouillieren und dich entdecken, ja, dann schießt du sie schon mal über den Haufen. Ja. Ja. Guck mal, hier ist auch überall Deckung. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist eine ziemlich gute Deckung sogar. Wieso ist das eine gute Deckung? Ja, so weit hier ran kommen die ja wahrscheinlich nicht, dass sie... Ich denke mal nicht, dass sie auf eine niedrigere Ebene runtergehen. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. So schlau sind die Aliens nicht. Okay, das ist jetzt Bridget. Die wollen wir natürlich besonders gut platzieren. Kann auch relativ weit schießen. Boah, kann man mit Bridget diesen Kegelfeuerschutz machen, dann irgendwo raufschießen und dann schießt sie erstmal auf drei Sachen noch. Vielleicht, ja. Das wäre ja richtig cool. Stell ich sie mal hier hin. Boah. Bin auf dem Weg. Ah, mit ihr kannst du auch oben auf den Zug wahrscheinlich rauf mit dem. Mit dem Haken. Ist immer noch meine Frage, glaube ich. Die habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn ich jetzt mich hier hinstelle, ohne Deckung, sehen uns dann die Gegner eventuell? Vom nur hinlaufen nicht. Also, du wirst dann leichter. Wenn du nicht auf einem Augenfeld endest, dann sehen sie dich auch nicht direkt, aber wenn sie dran sind, dann brauchen sie dich halt nicht flankieren oder irgendwas, um dich zu sehen, weil du ja kein, also man versteckt sich hinter einer Deckung, damit kann man auch noch in Augenfeldern stehen bleiben, ohne entdeckt zu werden, wenn man eben die Deckung in der richtigen Richtung hat und so weiter, aber wenn man ohne Deckung steht, wird man halt sofort entdeckt, sobald man in einem Augenfeld ist. Und wenn man sich in Augenfelder rein bewegt, aktiv selber, dann wird man auch entdeckt. Nicht alle so nah beieinander stehen zu haben. Ja. Richtig. Otter die Raketen abfeuern. Bin schon unterwegs. Mit seiner endlos langen Lebensleiste. Muss schon bald einen Zeilenumbruch kriegen. Bin dabei. Bestätigt. Überwachung läuft. Biete Feuerschutz. Ah, du bist noch dran. So war das. Stell sie trotzdem mal hin. Ich glaube noch nicht, dass so viel passiert in dieser Runde. Scannegebiet. Scannegebiet. Feuerschutz. Ah, okay, sie kommen aber zu dir. Drehen sich aber anscheinend auch schon wieder um. Die haben auch gar keine Hemmung, ne, irgendwie. Aber wir sind, sie erwarten uns auch gar nicht. Das war alles Zufall hier. Ja. Ach, diese blöden Menschen mit ihren sich selbst sprengenden Schienen ständig. Ja, ich würde sagen, in diesem Zug ist Zeit für einen Angriff. Ja. Da könnte man sogar mit Bridget das ausprobieren, mit diesem Überwachungsschutzzeug-Ding. Ja, ich guck mal ganz kurz, was sie so hat. Das geht jetzt gegen den Geschützturm. Ja. Der ist in Deckung. Ne, der ist nicht in Deckung. Nicht? Nur Verteidigung 10, aber das ist wahrscheinlich irgendwie sein Skill. Der ist in Deckung. Oder? Nee. Ja. Die sind beide nicht in Deckung, glaube ich. Nee. Warum ist der eine rot und der andere nicht? Naja, wie auch immer. Die machen jedenfalls beide... Ne, die machen beide keinen Feuerschutz, genau. Genau, ich muss noch mal ganz kurz gucken, was wir haben. Hm.
Ja, du meinst, man könnte mit diese Fähigkeit nochmal, genau. Ein Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes bewegt oder angreift. Okay, das heißt, das geht nicht auf die Geschütztürme, weil die ja weder sich bewegen noch angreifen werden, wenn wir unseren Angriff machen. Das heißt, du könntest das auf die beiden Gegner zielen lassen. Und dann, wenn die uns entdecken, bewegen die sich ja erstmal, weil die ja in Deckung gehen müssen. Und dann würdest du auf beide schießen. Mach ich mal. So verstehe ich das. Bereich ist abgeriegelt. Und dann kannst du ja mit irgendwem auf den Geschützturm zum Beispiel schießen. Und mit ein bisschen Glück macht sie die beiden dann direkt weg. Ja, ich wollte mal ganz kurz gucken, was die... Die Spezialisten haben natürlich besonders viel Feuerkraft. Genau, mit ihren Plasmagewehren könnte das ja gut klappen. Wer hat denn panzerbrechende Munition noch außer Bridget? Das war, glaube ich, noch Song Hong, ne? Ja. Also bei Song Hong kannst du quasi auf seinen Schuss brauchst du die zwei Schaden nicht abziehen. Ah ja. Mhm. Die haben 6 Punkte, okay. Was würde der denn machen? 6 bis 8, das Ding wäre weg. Ja. Bin ich sicher, ob wir den anderen Geschützturm auch schon abschießen sollten oder einfach uns beschränken auf den Geschützturm hier vorne. Was meint ihr? Wenn du es schaffst, würde ich beide nehmen. Das Problem ist, dass wenn wir den anderen auch noch nehmen wollen... Müssen wir noch nach vorne laufen, oder? Genau. Außer wir könnten zum Beispiel solche Leute nehmen wie den ich eben hatte. Ich glaube, das Broker... Malakoffer zum Beispiel würde mit dem Plasmagewehr auch den Geschützturm abschießen können. Ja, also ich würde mit zum Beispiel den Eröffnungsschuss würde ich vielleicht schon mit Song Hong machen auf den ersten Geschützturm, der ist dann ja safe weg. Ja. Dann sehen wir, was Bridget mit den anderen beiden Einheiten macht, ob die dann weg sind oder nicht. Und dann können wir ja danach gucken, je nachdem was passiert ist, worauf wir unser Feuer konzentrieren sollten. Ob wir nochmal versuchen, den zweiten Geschützturm zu nehmen oder lieber die beiden Einheiten. Ah ja, okay, machen wir es so. Und keine Granaten auf den Zug, wir sollen ja nicht die wertvollen Sachen zerstören. Sonst wäre mein Vorschlag natürlich irgendwie eine Granate. Ja. Ist ja klar. Achso, und die Frage wäre jetzt noch, ob wir mit anderen Leuten auch schon Feuerschutz machen wollen oder ob wir erstmal nur mit Bridget das machen wollen. Genau, ich würde jetzt mit den anderen auch noch Feuerschutz machen. Ein bisschen. Haben wir zwei... Warte mal, wir schießen mit Song Hong und Bridget. Können wir zwei Leute Feuerschutz noch machen und zwei Leute offen lassen? Ja, genau. Irgendwie so, dann haben wir noch ein bisschen Flexibilität. Das wäre natürlich cool. Ja, ich gucke noch mal ganz kurz, was sie so hat. Das ist eigentlich auch okay, finde ich. Dann macht sie auch noch mal Feuerschutz. Bestätigt. Und dann ist Song Hong bereit. Los geht's. Na dann, Song Hong, zeig, was du kannst. Nicht nach vorne laufen. Nicht nach vorne. Du den nächsten Gegnertrupp, ne? Den Archon und so. Achso, ich sollte nur jetzt sofort schießen auf den vorderen? Ich dachte auf den hinteren. Nee, auf den vorderen. Weil der halt safe weg ist und wir nicht nach vorne laufen müssen und den Archon noch triggern. Okay, dann machen wir das. Habt ihr das gesehen? Sie haben uns gefunden! Nee, ich hab grad weggeguckt. So, erst Bridget bitte, hoffentlich. Das denn? Ziel neutralisiert! Das war Fabrizio, er hat den ersten schon weggehauen. Hätten wir mit Bridget doch nur Feuerschutz machen müssen. Was mit dem Roboter? Er hat sich einfach nicht bewegt. Oh! Ja, gut. Das ist natürlich clever von dem Roboter, der hat übrigens Feuerschutz. Nur zur Info. Ja? Ja, siehst du das Auge da unten? Genau. Ja, okay. Ja, schade, der Plan ist nicht so ganz aufgegangen. Dann würde ich sagen, den Roboter lieber kaputt schießen. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Oder hack, du kannst ihn hacken! Mit dem Zahnrad, Übernahmeprotokoll. Soll ich mal gucken? Und so entweder den Roboter oder den Geschützturm hacken. Wahrscheinlich sogar beides versuchen.
Dann kannst du ja mal gucken, wie die Erfolgschancen stehen. Oh wow. Das gibt sich. Ja. Feedback ist. Erhöht die Werte für Zielsicherheit und Verteidigung. 73% die Chance, die Einheit auszuschalten, vorübergehend. Und wie sieht's beim Geschützturm aus? Das ist so ein bisschen unrealistisch, dass man immer mit der Drohne hinfliegt und sich erstmal so einklingt, so nah, wie sieht's aus? Ja, das finde ich doch nicht. Komisch, ja. Naja. 83% die Chance, den auszuschalten. Nee, das bringt nichts, glaube ich. Wir müssen ja, was machen wir denn, wenn wir den jetzt ausschalten können? Dann schießen wir ja nur einmal auf den Roboter, der dann aber noch steht. Ja, ich würde auch wahrscheinlich eher gar nicht hacken und mit beiden schießen dann, oder? Ja, genau. Und dann ist der Geschützturm halt dran. Ist dann leider so. Ja. Wir können auch mit Malakova anfangen. Können wir immer noch hacken, wenn sie daneben schießt. Oh ja, das stimmt. Dann schalten wir den Roboter aus, der vorne steht. So, Malakova. Erzähl mal. Was geht so bei dir? Guck mal. Das finden wir gut. Machen wir. Ich hab jetzt nicht gezählt, wie viele Lebenspunkte der hat. Aber. Diese Rüstung ist stark! Es sind noch 7. Das ist vermutlich genau die Anzahl, die wir brauchen. Aber er hat noch 2 Rüstungspunkte. Ja. Ah, das ist natürlich bitter. Ja, Fabrizio. Was macht denn das das Gefechtsprotokoll? Wie viel Schaden macht das bei dem? Das macht doch bei mechanischen Gegnern besonders viel Schaden. Wo ist das denn? Das, was mit der 2 ist, genau ja. Das. Wissen wir nicht. Ja, klick mal drauf. 7 bis 8. Und das ist ein safer Treffer. Okay. Der wäre dann weg. Na, dann machen wir das. So, haben wir das mal erfolgreich eingesetzt. Sehr schön. Sehr gut. Song Hong kann noch ein bisschen was machen. Der kann noch laufen. Ach genau, der hat ja dieses... Wie heißt denn die Fähigkeit noch? Ich habe den Namen vergessen. Ich würde ihn da stehen lassen. Dass er nach dem Schuss einfach immer noch mal was machen kann. Ja, lass ihn mal stehen. Ja, sehr gut. Und ich würde sagen, an dieser Stelle gebe ich dann mal ab an Alex, der in der nächsten Runde weiterspielt und uns zeigt, wie man diesen letzten Geschützturm, der uns noch abhält, erledigen wird. Mit oder ohne Archon triggern? Was? Welcher Archon? Na gut. Das sehen wir in der nächsten Folge. Okay. Gut, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.